Ein gepflegtes Halali an die Jäger des verlorenen Kondensators und willkommen hier im gepflegten Amateurfunkhaus mit dem Thomas. Worum geht's heute? Nun, ich werde heute zwei Videos von mir zusammenführen, nämlich das Video über IoTs im Amateurfunk und zweitens das Video über die Antennenumschaltung. Und das gipfelt jetzt hier bei mir in einen WLAN-Antennenumschaltung. Nun, schauen wir uns das Teil mal an, schauen uns mal kurz an, wie ich es bediene und gehen dann dazu über, mal zu gucken, ob man es nicht noch vielleicht ganz anders machen kann. Fertig aufgebaut sieht das jetzt so aus. Ich habe es auch schon unter Strom gesetzt. Das heißt, wir haben hier einen ganz normalen 4er-Relais-Block. Alle Relais sind angeschlossen, quasi parallel geschaltet hier über den Eingang und auf den Ausgang werden dann jeweils die vier Antennen umgeschaltet. Die Durchgangsdämpfungswerte von dem System liegen etwas besser wie die von der Antennenumschaltung, die ich gebaut habe und die wir auch vermessen haben hier im Video. Die Werte sind etwas besser, dann durch die kürzeren Zuleitungen hier und durch die Nutzung eines Koaxkabels hier. Was dazu führt, dass ich das Ganze hier bestimmt ohne Probleme auch für 2 Meter einsetzen würde. Die Isolationswerte sind leider nicht so, wie ich sie mir vorstelle, obwohl hier die Ausgänge quasi, wenn sie nicht genutzt werden, gegen Masse geschaltet werden, was natürlich dazu führt, dass statische Elektrizität auch von den Antennen abgeführt wird, was natürlich von Vorteil ist. Aber die Isolationswerte, die sind nicht wesentlich besser geworden. Das liegt aber einfach an einem Fehler, den ich gemacht habe, den man hier also sieht. Man sieht hier ganz klar, dass die Lackdrähte direkt auf den Leiterbahnen aufliegen und damit kann man einfach keine besseren Isolationswerte erreichen. Hier jetzt für diesen Aufbau für mich ist das hundertprozentig okay, deshalb führe ich das auch nicht besser aus. Man kann natürlich hier überall mit Koaxkabeln arbeiten, das wird natürlich die Isolationswerte wesentlich verbessern. Wie steuere ich das ganze System jetzt? Ich habe mir also hier ein Dashboard gebaut. Ich nutze also hier bei dem zur Übertragung der Daten nutze ich ein Telemetrieprotokoll, nämlich MQTT, und habe jetzt hier ein Dashboard, das auf meinem Node-RED-Server läuft, aufgebaut, wo ich jetzt einfache Anklicken der Tasten das Umschalten auslöse. Was ich hier noch nicht gemacht habe, ich könnte hier noch Verzögerungen einbauen in das Scharfschalten des Antenneneingangs. Das ist also auch kein Problem. Habe ich aber jetzt hier nicht gemacht. Es geht nur um das Umschalten von Antennen. Wenn man auf Geräten umschaltet, sollte man das natürlich machen. Okay. Den Aufwand, den ich hier betreibe, ist verhältnismäßig hoch. Das heißt, ich habe hier ein MQTT-Netzwerk, was ich installieren muss. Dazu brauche ich einen MQTT-Server, einen sogenannten MQTT-Broker. Das ist zwar von dem, was man für so einen Broker braucht, der Broker ist lächerlich von dem, was an Rechenleistung braucht, den kann man auf dem kleinsten Raspberry Pi laufen lassen. Aber der Aufwand ist recht hoch. Es gibt hier sicherlich einfachere Lösungen, aber durch meine Hausautomatisierung habe ich die Werkzeuge hier vorliegen und deshalb nutze ich sie einfach. Wenn jemand hier andere Lösungsansätze hat, kann er das gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ich schaue mir das sicherlich mal an und wenn das wirklich viel, viel einfacher ist und vielleicht sogar eine total geniale Lösung ist, werde ich da sicherlich auch ein Video drüber machen. Der eine oder andere möchte vielleicht gar nicht
ein WLAN nutzen. Er möchte nur, wenn er die entsprechenden Bänder am Gerät einschaltet, zum Beispiel, diese dann umschalten auf dem Relais. Hierfür kann man auch eine recht einfache Lösung nehmen, nämlich indem man einfach den ESP ersetzt, zum Beispiel durch ein simples Arduino-Board. Mit so einem Arduino-Board, das hat genügend Analog-Digital-Wandler drin, kann man dann ohne Probleme diese Bandspannung auslesen und sie entsprechend auswerten und dann Schaltimpulse aussenden auf den Relais-Block. Wie gesagt, ich habe sowas schon mal umgesetzt und das sind 10, 15 Zeilen Code, also das ist eigentlich lächerlich. Man kann es natürlich auch hier ein bisschen aufwendiger betreiben, indem man zum Beispiel sowas hier benutzt. Das ist ein Spannungssensor. Hier muss man natürlich aufpassen, wenn man hier direkt reingeht, dass 5 Volt nicht überschritten werden. So ein Spannungssensor, der kann direkt messen bis, ich glaube, der kann bis 26 Volt messen. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder dazu animiert, mehr selber zu bauen und vor allen Dingen auch sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Letztendlich ist das, was ich hier mache, kein Hexenwerk. Das ist simpelste Technik, simpelste Hochfrequenztechnik. Ich traue mich fast schon gar nicht, das Hochfrequenztechnik überhaupt zu nennen. Und simpelste Elektrotechnik. Und ganz klein bisschen programmieren, ja. Aber wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit, also 1990, sondern wir leben im Jahr 2023. Und da ist eigentlich das Auseinandersetzen, gerade auch mit Digitaltechnik, eigentlich unser tägliches Leben. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr gelangweilt und in dem Sinne wünsche ich euch noch viele interessante QSOs und natürlich die 73 hier vom Thomas. Ciao!